طبق تعریفی که حالا میکنن من خیلی تو سکوت به دنیا اومدم. Wie man erzählt, ich bin in der Stille geboren worden. Es war Krieg und niemand war im Germsar Krankenhaus außer meiner Mutter und einer Krankenschwester. Vielleicht brach mein Geschrei die Stille. Weil mein Vater Sport liebte und ein passionierter Volleyballspieler war, entstand bei meinem Bruder dieselbe Leidenschaft. Ich spielte meinerseits auch in der Schule und im Sportverein Basketball und Tischtennis. Wir waren in der Kindheit sehr aktiv und ich probierte viele Sportarten aus. Da ich mit meinem Bruder spielte, spielten wir Fußball und Ähnliches. Ich war ein Mädchen, das nicht den Jungs nachstehen wollte. Daher spielte ich genauso wie sie, ohne dass ich meine weibliche Zärtlichkeit aufgab. An Teheran mag ich das Tumulthafte. Du begegnest vielen unterschiedlichen Menschen. Es gibt eine urbane Lebensqualität. Du wirst hier nicht so schnell beurteilt und kannst deinen Weg gehen. Mein Vater spielt Ney und ist ein ausgebildeter Sänger mit einer schönen Stimme, die ich von ihm und seiner Familie geerbt habe. Immer erklang persische Musik und persischer Gesang in unserem Haus. Daher ahmte ich jeden Klang, den ich vernahm, nach. Oder ich nahm die Ney meines Vaters, um Klänge zu erzeugen, und wetteiferte mit meinem Bruder, wer der beste Spieler sei. Gesang gab es immer hier bei uns zu Hause, und ich sang mit. Ich liebte es. Weil mein Onkel ein professioneller Theaterschauspieler war, liebte ich als Kind das Theater und das Schauspielern. Immer, wenn ich allein war, las ich die Theaterstücke und versuchte, die Figuren eines Theaterstückes darzustellen. Alle. Vielleicht, wenn mein Vater oder Onkel mir den Weg geebnet hätten, eine Schauspielausbildung zu genießen, stünde jetzt das Theater im Vordergrund und nicht die Musik. Wenn ich im Augenblick
die Gelegenheit finde, eine Schauspielausbildung zu absolvieren, werde ich es tun. Ich möchte Schauspieler.